Und damit Hallihallo zu diesem neuen Video. Ich bin Nils und mich freut es, dass ihr auf meinem Kanal seid. Ihr habt es ja schon im Titel gesehen. Heute kümmere ich mich um diesen Bad Boy hier hinten. Um genau zu sein, um diese Hälfte hier. Denn ich möchte gerne den Schrank ausräumen, weil ich habe hier so ein paar Pakete stehen mit Klamotten, die ich mal einräumen müsste. Aber ich traue mich gar nicht, das aufzumachen. Es ist voll. Sehr, sehr voll. Ich zeige euch das gleich nochmal in so einem Close-up, auch wenn es mir peinlich ist. Aber ja, ich muss aussortieren, weil ich habe keinen Platz mehr. Ich würde auch sagen, dass sich mein Style sehr verändert hat, seitdem ich hier nach Bamberg gezogen bin. Und es ist Zeit für eine Veränderung. Und es ist Zeit, sich von Sachen zu trennen, weil ich einige Sachen davon einfach nicht mehr anziehe. Und dann brauche ich sie halt auch nicht mehr, wenn ich sie eh nicht anziehe. Kann ich sie halt auch verkaufen oder verschenken an Freunde. Und ja, dann freut sich vielleicht jemand anderes drüber. Und deshalb sortiere ich das heute aus. Zuerst zeige ich euch jetzt allerdings mal, wie das da drin eigentlich aussieht, weil das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Aber ja, gucken wir uns das doch mal gemeinsam an. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt mal darum. Ich zeige euch das jetzt erstmal. Aber können wir erstmal mein Outfit appreciaten? Ich finde das ziemlich süß, muss ich sagen. Jetzt zeige ich euch aber erstmal den Schrank. Fangen wir hier oben an bei den Pullovern. Da sieht es ja eigentlich noch ganz okay aus. Aber wenn wir dann eins tiefer gehen, fängt es halt an, ne? Was ist das? Was ist das? Und ja, dann wird es mal kurz besser bei den Hosen. Und dann da ganz unten ist komplett Ausfall. Also da ist, ich weiß nicht, was da alles drin ist und was nicht. Und ja. Und deshalb möchte ich jetzt mit euch zusammen diesen Schrank aussortieren, weil es einfach nicht mehr schön ist. Ich werde wahrscheinlich bei den Pullovern anfangen, einfach weil da am wenigsten Arbeit ist. Und dann arbeiten wir uns von oben nach unten durch. Wie wir sehen, ist das nicht so viel, das geht eigentlich noch. Und das werde ich jetzt einfach schnell machen. Also ja, den habe ich halt auch erst relativ neu. Den werde ich definitiv behalten, weil den mag ich auch noch sehr gern. Den finde ich voll cute. Das ist so mit so einer Naht innen drin und werde ich definitiv behalten. Ich ziehe den sehr gern an. Ja, mag ich einfach sehr gern. Ja, den werde ich auch definitiv behalten. Das ist mein liebster Pulli. Ich liebe den einfach, weil der so schön cozy ist und herbstlich. Und ja, mag ich. Den hier mag ich auch ultra gern. Den habe ich vom Dachboden meines Freundes. Und deshalb, ja, ich weiß nicht, ich mag den einfach sehr gern. Mag ich und deshalb bleibt er hier. Ja, der bleibt auch hier. Das ist mein Taylor Swift Pullover. Den habe ich halt auch erst relativ neu und den werde ich definitiv jetzt nicht wegschmeißen, weil den liebe ich halt. Also ich habe jetzt zwei Haufen. Einmal den Haufen, den ich behalten werde. Und diese zwei Pullover, bei denen ich mir unsicher bin, ob ich sie behalten werde. Und ja, dann sind wir mit den Pullovern auch eigentlich schon durch. Es ging recht schnell. Und die tue ich jetzt auch gleich wieder rein. Und nehme mir dann schon das nächste vor. So, Freunde, ich habe einen neuen Zwischenstand. diese beiden dort, die habe ich aussortiert. Die möchte ich nicht mehr. Das ist einmal so ein T-Shirt mit, ich weiß nicht, das habe ich auch schon ewig. Da steht Team Pizza drunter. Finde ich, ja, mag ich nicht mehr, so muss ich sagen. Deshalb, ich mochte es früher voll gern, aber jetzt finde ich das halt nicht mehr so cool. und dann habe ich noch dieses Polo-Shirt mit diesen Kakteen. Endlich aussortiert. Das wollte ich schon lange aussortieren.
Aber ich habe es nie gemacht, weil ich es halt voll selten anhatte. Als ich es gekauft habe, dachte ich mir so, oh, mega gut, liebe ich. Ich finde das auch voll schön mit diesen Holzknöpfen und ich mag das an sich auch voll gern. Ich finde, das hat einen schönen Stoff, aber ich ziehe es halt einfach nicht an, muss ich sagen. Und ist jetzt weiter bei mir vergammelt, da, ja, keine Ahnung, gebe ich es halt weg lieber. Und das ja auch. Und gut ist. Diesen Haufen behalte ich. Es ist irgendwie doch mehr geworden als erwartet. Also ich habe das jetzt in so ein paar Sachen, in so ein paar Sektionen getrennt. Hier unten bis hier in dieser Stapel. Das sind so Klamotten, die haben einen emotionalen Wert für mich. Einmal mein Abi-Shirt, dann mein T-Shirt, was ich, mein Hufflepuff-Shirt, was ich mir in London geholt habe. Dann so ein bisschen Merch von Melanie Martinez. Nochmal und nochmal. Dann, das hat eine Freundin gemalt, das ziehe ich super gern an. Aber ich habe einfach Angst, dass es irgendwann abgeht. Deshalb ziehe ich das nicht so oft an. Aber das hat halt, das würde ich nie wegschmeißen. Das werde ich behalten, bis ich sterbe. Ich schwöre es, weil das hat sie halt selbst gemalt. Und das ist einfach wundervoll. Ich liebe das. Und dann halt noch mein Hardrock-Café-T-Shirt aus London. Ja, das ist halt, das habe ich halt einfach. Hat für mich noch einen Stellenwert, den ich einfach nicht missen möchte. Und deshalb behalte ich das erstmal. Und dann habe ich halt so, ja, das hier bis hierhin ungefähr sind so die T-Shirts, die halt, ja, mit denen kann ich noch was machen. Und dann kommen so Basic-Teile, so einfach sowas. Das ist so ein bisschen förmlicher, nicht förmlich, aber halt einfach so ein bisschen schicker, wenn man irgendwie essen geht, kann man das vielleicht ganz gut anziehen, wenn es nicht ein Hemd sein soll, aber doch irgendwie was, das ist ein Polohemd. Dann, ja, das mochte ich, weil das hat meine Oma mal irgendwo mitgebracht. Und ich mag das total gern. Das sitzt sehr, sehr schön, macht auch eine schöne Figur. Und dann, das hier sind jetzt so ein paar Basics. Nike-Polo-Shirt, was ich mal in einem Secondhand-Laden gekauft habe, was ich immer noch so liebe. Und dann ein Rosé-T-Shirt und noch ein pinkes Basic-T-Shirt. Und das hier drüben, dieser Haufen, das hier sind meine Blondiershirts, deshalb die schmeiße ich nicht weg. Die behalte ich auf jeden Fall. Dann das hier ist der Haufen, bei dem ich mir nicht sicher bin, weil eigentlich mag ich das meiste davon, aber ich ziehe es halt kaum an. Da sind halt auch richtig coole Sachen dabei, so dieses Adidas-Polo-Shirt und dasselbe nochmal und auch so ein Marco Polo Shirt, aber ich ziehe die Sachen halt kaum an und dann denke ich mir halt, kann ich sie auch verkaufen? Oder ja, das kommt jetzt erstmal wieder in den Schrank rein und dann widme ich mich meinen Hosen, weil das wird auch noch mal lustig, obwohl ich denke, ich werde erst das machen, weil die Hosen werde ich wahrscheinlich anprobieren. Genau. Wir machen jetzt hiermit weiter. Ich habe ein bisschen Angst, aber wir kriegen es hin. Da müssten eigentlich meine Schlafsachen drin sein und ich glaube so Jogginghosenzeug. Aber ich sehe halt jetzt schon 50 Pullover. Ja, das wird lustig. Ich ziehe das jetzt auch alles einfach aus. Oh Gott. Oh mein Gott. Ach du meine Güte. Den habe ich sogar gesucht. Ja, das wird lustig. Ich weiß auch gerade nicht, wo ich anfangen soll. Ich sehe nur 1000 Pullover schon wieder. Was ist denn das? Das ist Müll. Warum ist da Müll drin? Ich habe auch gleich einen Pullover in der Hand. Ich liebe den Pullover. Das ist, glaube ich, Amazon-Merch. Den hat mir eine Freundin zu Weihnachten geschenkt. Und ich liebe den einfach so sehr. Ja, oh Gott, mein Puma-Pullover. Ich liebe den auch sehr. Aber leider ist der Kragen halt schon relativ stark ausgeleiert. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Deshalb trage ich den kaum nach außen, weil das dann ein bisschen komisch aussieht um meinen Nacken, also um meinen Hals. Ja, aber den behalte ich trotzdem. Ja, der hier ist zum Beispiel erst relativ neu. Denselben habe ich auch noch mal in rosa. Weil, warum nicht, ne? Den werde ich auch behalten. Freunde, ich will ja nicht angeben, aber ich bin fertig. Es war
anstrengend. Wir haben es jetzt auch mittlerweile um 3, ne? Ich habe um 12:30, 12:45 angefangen und ich bin jetzt fertig. Die Hosen jetzt waren nochmal eine Farce, weil ich die alle anprobiert habe, um zu gucken, welche passt nicht, welche sieht gut aus, welche muss ich einfach nur mal zur Schneiderin bringen oder zum Schneider. Ja, halt einfach zum Umnähen. Und ja, ich würde euch jetzt mal das Ergebnis zeigen. Ich immer noch in meinem cuten Fit hier. Ich liebe das Outfit einfach. Sorry, wenn im Schnitt denke ich mir wahrscheinlich, oh mein Gott, das Outfit geht gar nicht. Aber das ist jetzt nicht mein Problem. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir gucken rein. Ich habe oben, wie gesagt, die Pullover. Einfach nur. Ja, genau. Dann meine T-Shirts. Dann meine Hosen. Da habe ich auch ordentlich aufgeräumt. Da sind auch ganz viele weggekommen. Ich habe jetzt hier die Hosen, die ich halt auf jeden Fall noch so habe, behalte, die ich halt jetzt auch anziehen kann. Und das hier sind halt die Hosen, die ich reparieren müsste, beziehungsweise umnähen müsste. Hier ist zum Beispiel der Knopf zum Zumachen abgegangen und die drei sind mir leider ein bisschen zu groß. Deshalb müsste ich die mal zur Schneiderin bringen oder zum Schneider, um den Bund einnähen zu lassen. Ich weiß nicht, ob das geht, aber da werde ich definitiv mal nachfragen. Genau, und dann habe ich unten eben meine Badesachen, also meine zwei Badehosen, meine kurzen Jogginghosen. Dann habe ich doch eine von den kurzen Jeanshosen behalten, die blaue, weil ich die dann anprobiert habe und tatsächlich ganz gut fand. Da hinten sind, wie gesagt, noch meine Schlafsachen und dann habe ich hier halt quasi meine bunten Pullover und dort oben sind dann halt die neutraleren Pullover, weil die passen halt einfach nicht mehr da hoch. Und deshalb habe ich das jetzt so sortiert. Da bin ich ganz zufrieden mit. Es ist auch einiges weggekommen. Ich zeige euch das jetzt mal. Ja, das sind jetzt die Sachen, die ich verkaufen werde oder verschenken werde. Mal gucken. Ja, genau. Ich habe halt diese zwei T-Shirts hier, die ich nicht mehr möchte. Dann irgendeine Hose. Ich weiß nicht, was das ist, aber die wird mir auch... Also, die passt mir halt safe nicht mehr. Die ist viel zu klein. Und diese ganzen Hosen hier sind mir halt alle viel zu groß, beziehungsweise sitzen die auch nicht gut. Und ja, da werde ich mal gucken, dass ich die vielleicht auf Vinted verkaufe oder ja, mal gucken. Ne? Und dann habe ich die beiden kurzen Hosen hier. Die sehen einfach nicht gut an mir aus und ja, die kommen einfach weg. Die verkaufe ich, verschenke ich, ja, wie den Rest halt. Ne? Und dann hier die ganzen T-Shirts und die zwei Pullover, über die ich nochmal gehen muss. Weil zum Beispiel so Sachen wie diese Polos von Adidas, die ich da habe, die mag ich halt eigentlich voll gern und finde die echt schön. Oder diese gestreiften Pullover hier finde ich halt auch ganz cute. Oder das Polo, genau, da muss ich nochmal drüber gehen, nochmal drüber gucken. Und genau, das ist jetzt so die Ausbeute. Ja, ich muss echt sagen, dass ich sehr zufrieden bin, wie das alles jetzt hier gelaufen ist, wie viel ich aussortieren konnte, wie viel jetzt noch da ist. Das ist echt gut. Ich meine, den Schrank muss ich mir irgendwann nochmal vornehmen. Aber das ist ein Problem für einen anderen Tag, weil der sieht eigentlich auch nicht so gut aus. Aber besser als der hier vorher. Und ja, ich bin echt froh. Es ist jetzt alles wieder schön sortiert. Mal sehen, wie lang so bleibt. Ne? Man kennt es. Und ja, ich freue mich echt, dass so viel weggekommen ist und dass der jetzt wieder so ordentlich ist. Und ja, würde ich dann noch sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar, auch wenn meine Haare ganz grauenhaft aussehen. Man kennt's, man ist es gewohnt. Ja, und abonniert doch gerne meinen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich in dem nächsten Video. Bis dahin. Ciao.